Roni Schär, Sie sind Lernende, Sie lernen Maler, sind im zweiten Lehrjahr, haben da jetzt den Stand betreut. Wie haben Sie den ersten Messetag erlebt? Ja, eigentlich interessant. Viele junge Interessenten, die wir jetzt hatten und die sehr interessiert waren. Also das ist die eine Frage, ob sie überhaupt interessiert waren. Aber es ist noch bewundernswert, wie viel das sich für den Malerprof interessiert. Und mir hat es sehr gut gefallen bis jetzt. Also. Was sind denn so die häufigsten Fragen gewesen? Was man so verdient in der ersten, also im Lehrjahr. Und so, was so die meisten Anforderungen sind, die entsprechen. Und ja, so die Hauptfragen sind so gewesen. Erzählen Sie dann eher Positives oder einmal etwas Negatives? Es gibt auch Negatives, die man erzählt, ja. Gewisse Arbeiten, die man mit Tapeten abnehmen oder dann mit Salmiak waschen oder das ist das Negative. Genau. Was haben Sie dann selber, warum haben Sie selber den Beruf gewählt? Durch mein Hobby. Ich tue sehr gerne in der Freizeit zeichnen und auch durchs Internet. Kollegen, die gesagt haben, da kann man noch vieles machen und man sieht auch gerade einiges. Und man kommt hin und her, also man ist mal draußen, mal drin, in anderen Kantonen. Man kommt ein bisschen umeinander und das ist das Schöne daran. Was ist dann für Sie das Schönste und das Genialste am Beruf? Streichen selber. Also, ja, wenn man dann fertig anstrichen machen kann und man sieht, dann, was man gemacht hat. Das ist das Schöne daran. Haben Sie Pläne für nach der Lehre? Wollen Sie auf dem Beruf bleiben? Nein, ich wollte mich auf Kunstmaler ausbilden lassen, weil jetzt zur Zeit, wo ich die Lehre mache, ist in einem Kunstmalergewerbe und dann wollte ich mich aufschaffen auf das.